Ich kann nicht damit leben, dass meine Mama total abnormal ist. Das sagt der 17-jährige Dyson über seine Mutter. Die ist eine erfolgreiche Businessfrau, hat mit ihrem Mann ein gemeinsames Unternehmen gegründet und wuppt den Haushalt mit, Achtung, 8 Kindern. Wow. Diese Brüste wiegen 11 Kilo. Sie sind künstlich und sie sind ihr Kapital. Allegra Cole ernährt damit eine Großfamilie. Ich werde häufig angesprochen. Deine Kinder tun mir ja so leid. Sie müssen keinem leid tun. Meine Kinder haben Eltern, die sie lieben. Sie sind intelligent, sie sind gebildet, sie haben gute Noten und sie sind gute Menschen. Kritik lässt sie an ihrer Oberweite einfach abprallen. Nach meinen Schwangerschaften wollte ich mich endlich mal wieder sexy und sinnlich fühlen, wie eine Frau und eben nicht wie eine Milchkuh, die einfach nur gibt, gibt, gibt. Allegra wächst in einer strengen, gläubigen Familie auf. Mit 33 Jahren legt sie sich zum ersten Mal unter das Messer. Aus einem C-Körbchen wird Doppel-D. Und 3 Operationen später trägt ihre Oberweite 2x5,5 Liter Implantate. In Amerika ist es ein großes Thema. Leute glauben, wenn du große Brüste hast, dann bist du nicht intelligent. Und du hast nichts drauf, außer eben deine Oberweite. Aber ich will denen beweisen, dass es auch anders geht. Ihre Karriere startet sie mit Fotos auf Instagram. Sie lösen einen Brüsteboom aus. Heute hat sie mehr als 800.000 Fans. Dazu gründet sie eine Modelagentur und berät andere auffällige Frauen. Ihr Ehemann arbeitet Vollzeit für Allegras Business. Sie haben aus den Megabrüsten ein Unternehmen gemacht und verdienen gut damit. Was ich an ihr so liebe, ist, dass sie so talentiert ist. Ich hatte als kleiner Junge immer den Traum von einer Frau, die große Brüste hat und Talent. Eine Frau mit Klasse, die sich sexy anzieht. Sie ist eine Traumfrau. Klingt alles danach, als würde Familie Cole ihren Traum leben. In einem Vorort von L.A., ganz spießig und mit allen Mutterpflichten, die dazugehören. 5 der 8 Kinder wohnen noch zu Hause und die wollen beschäftigt werden. Allegra ist fast eine ganz normale Working Mom. Wären da nicht ihre Riesenbrüste? Darum müssen sich meine Kinder nicht sorgen. Ich bin immer noch ihre Mutter. Was meine Ästhetik und mein Aussehen angeht, das muss ich nicht mit meinen Kindern absprechen. Ich bin ihre Mutter. Unsere Beziehung ändert sich nicht wegen meiner Brüste. Wenn sich das Busenwunder da mal nicht täuscht. Beim Mittagessen ist ihr XXL-Vorbau mal wieder Thema. Mitschüler sprechen ihre Söhne gern auf die berühmte Mutter an. Ein Mädchen kam zu mir und sagte, ich habe deine Mama auf Instagram gesehen. Und ich so, okay, interessiert mich nicht. Sein 17-jähriger Bruder sieht das ganz und gar nicht locker. Für ihn sind Mamas XXL-Brüste ein richtiges Problem. Ich kann nicht sagen, yeah, ich kann total gut damit leben, dass meine Mama abnormal ist. Wenn ich mich für einen Job bewerbe, dann nehmen sie mich bestimmt nicht, weil ich eine Promi-Mutter habe, die nur für ihre Brüste bekannt ist. Seiner Mutter ist das egal. Sie erweitert sogar noch ihr Big Business. Neueste Geschäftsidee? Eine Website, auf der Frauen, die ihre Oberweite tunen wollen, zum Spenden aufrufen können. Allegra verdient an der Vermittlung der Paare. Es hängt davon ab, wie viel sie spenden. Sie bekommen Fotos, Videos und später auch eine Telefonnummer, um sich auszutauschen. Wenn sie ein bisschen mehr spenden, dann haben sie die Möglichkeit, sich zu treffen und auch kennenzulernen. Angeblich hat Allegra im Alltag weder Schmerzen noch Probleme mit ihrem XXL-Vorbau. Für die Mutter kann es gar nicht groß genug sein. Die nächste OP ist bereits geplant.